Endlich ist sie da. Wir haben sie endlich im Spiel. Die grüne Hölle ist da. Und natürlich fahren wir heute die grüne Hölle. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen hier auf der Nordschleife. Und nebenbei, wir fahren in Zenvo. Ein doch sehr schönes Auto. Und ich kann euch schon mal sagen, wir fahren in Zenvo hier auf 900 getuned. Und wir fahren die Nordschleife. Habe ich schon gesagt, dass wir die Nordschleife... Habe ich schon gesagt, dass die grüne Hölle im Spiel ist? Sie ist endlich da! Und wir haben so lange drauf gewartet. Und bevor wir jetzt hier richtig drauf fahren, würde ich sagen, tunen wir das Auto nochmal. Und fahren in Serie. Das Ganze gucken wir uns jetzt an. Und da geht's los. Wir starten ins erste Rennen hier auf dem Nürburgring. Auf der Grand Prix-Strecke. Starten hier vom 14. Platz. Und ich würde sagen, der Start ist doch schon mal ganz gut verlaufen. Ja, wie immer fahren wir den Wagen als erstes einmal Serie. Ihr habt eben schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was uns hier noch erwarten wird jetzt im heutigen Tag. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ist vielleicht ein bisschen schnellerer Einstieg ins Video und man weiß, was man bekommt. Und worauf ihr euch freuen könnt. Oh, upsi, sorry. Da haben wir den billigen Mercedes gerammt. Billig mit viel, viel Ironie. Ich glaube, es passt ja eigentlich auf kein Auto, das hier gerade auf der Strecke ist. Ja, wir fahren in Zenvo. Zenvo? Hä? Wer ist das überhaupt? Also ich meine, wenn man ihn sieht... Ja, da werden viele sagen, ah, der, ja klar. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich euch sage, gefragt hätte, wie findest du den Zenvo TSR S? Hättet ihr gewusst, welches Auto es ist? Also ich persönlich auf jeden Fall nicht. Wenn ich das Bild jedoch gesehen hätte. Ja, natürlich. So ging es mir auch. Ich wollte dieses Auto fahren und musste erst mal gucken... Wie heißt denn eigentlich dieses Auto, das den Flügel hinten aktiv bewegt? Da sind wir auch schon bei einem der besondersten Punkte. Der Flügel hinten ist aktiv. Und wie immer, diese Kurve liegt mir irgendwie so gar nicht. Ja, alles andere als ein gutes Rennen bis jetzt hier. Aber zurück zu Zenvo. Zenvo ist ein Kleinserienhersteller. Also keine Großserie, aber sie... Und schon wieder hier wen getroffen. Ich feiere gerade genauso schlimm wie die KI selber. Was ist denn hier los? Muss ich mich aber zusammenreißen. Ja, ganz vorweg, ich finde die Lenkung noch nicht ganz so präzise. Die wird in unserem oder in meinem Tuning dann auf jeden Fall besser. Ich finde ihn hier doch sehr, sehr untersteuernd. Hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, er hat vorne keine Aero. Das habe ich dann mal geändert. Aber dazu kommen wir später. Ja, ist ein Kleinserienhersteller, der sich allerdings... nicht mit Kleinigkeiten auffällt. Das verraten uns zumindest die brachialen Leistungsdaten und die sind wirklich brachial. Wir haben hier 1194 PS, 5,8 Liter und 1550 Kilo. Okay, das Gewicht muss ich zugeben. Das ist jetzt nicht so was Besonderes. Also ich meine mit 1500 Kilo, ja, es gibt schwere, aber es gibt auch deutlich leichtere Fahrzeuge. Also da gäbe es noch Optimierungsbedarf, sage ich jetzt mal einfach so. Und nicht, dass es ausreichen würde, dass wir hier fast 6 Liter Hubraum haben. Nein, diese 6 Liter Hubraum werden auch noch von 2 Kompressoren aufgeladen. Damit wir hier diese brachiale Leistung... 1194 PS erreichen. Und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat oder ein paar andere Videos schon gesehen hat,
Ich habe letztens schon gesagt, wir fahren das stärkste Auto und ich glaube, da waren wir bei 1177 PS. Zu dem Dreh. Also haben wir hier auf jeden Fall leistungstechnisch einen neuen Rekord. Mit der aktiven Aero. Auch etwas, was, glaube ich, ein Auto auf 900... Naja, wir sagen mal so, auf jeden Fall selten hat. Ich weiß gar nicht, auf welchem LI wir den Lambo hatten, der auch die aktive Aero hatte. Könnte auch auf 900 gewesen sein. Aber ich sehe dieses Fahrzeug auf jeden Fall relativ weit vorne in unserer Zeitentabelle. Denn ja, auch unsere Zeitentabelle werden wir hier wieder fahren. Auf Kyalami und Spa. Jetzt könnte man sagen, ja, nimm noch die Nordschleife dazu, aber ich fahre gerne ab und zu die Nordschleife. Aber wenn ich jetzt die Nordschleife dazu nehme, dann muss ich mit allen Autos, die ich schon gefahren bin, die Nordschleife nochmal fahren. Und mit allen eine saubere Runde machen. Und dann nochmal gucken, ob es nochmal besser wird. Und gerade das ist doch auf einer Nordschleife, die doch ein bisschen länger dauert, dann doch sehr zeitaufwendig. Und ja, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht so die Motivation zu. Von daher, wir werden ab und zu auch Nordschleife fahren und wir werden bestimmt auch gucken, welches Auto speziell für die Nordschleife das schnellste ist. Aber dann nehmen wir dann die Autos, die sich vorher über die andere Liste quasi qualifiziert haben und es sich damit dann quasi verdient haben, in Nordschleife zu fahren. Und das war ja hier fast ein Fotofinish. Hier die Strecke 5 Meter länger geworden. Da hätten wir uns noch einen Platz geholt. Ach nee, wir waren sogar vor ihm. Nee, wir waren ganz knapp hinter ihm. Aber wären durch die Strafe eh hinter ihm gerutscht. Also von daher, ja, es ist, wie es ist. Ich würde sagen, wir gucken uns kurz mal das Tuning an, was ich da gemacht habe. Und dann gehen wir auch schon auf die Nordschleife. Ja, das Tuning habe ich vorher schon erstellt, aber wir können ja mal kurz drauf eingehen. Ihr seht schon, im Gewicht haben wir 15 Kilo weggenommen und die Gewichtsverteilung von 44 und 56 auf 50-50 gemacht. Was wir noch sehen, ist die Reifenbreite oben. Die ist auch ein bisschen breiter geworden und die Reifenmischung haben wir von Sportwagen auf Rennreifen umgeändert. In der Leistung haben wir nichts gemacht. Ich mache das, installiere das mal kurz. Und dann können wir auch direkt nochmal reingucken. Ich habe hier den Überrollkäfig bzw. die Fahrwerksverstärkung drin. Die maximale Gewichtsreduktion. Aber muss natürlich wieder ein bisschen Ballast draufpacken, weil wir wollen ja in der 900er Klasse sein, weil ganz einfach bis 998 kriegen wir ihn nicht. Und sind wir mal ehrlich, das ist auch eigentlich nicht die Klasse, die wir alle fahren wollen. 900 ist, finde ich persönlich, gerade so die Klasse, die sich noch schön fahren lässt. Allerdings schon wirklich schnell sein kann. Ja, Reifenbreite vorne und hinten aufs Maximum. Reifenmischung habe ich eben schon angesprochen. Getriebedifferential ein bisschen optimiert. An der Frontstoßstange die Forza Aero dran gemacht. Wir gucken uns einmal kurz den Unterschied an. Bis auf diesen blöden Abschlepphaken, finde ich, geht das sogar. Und das war's tatsächlich schon, ja. Wir hätten hier jetzt noch auf Allrad gehen können, aber ihr seht's am LI. Ja, und auch gewichtstechnisch wäre das jetzt nicht das gewesen, was uns da nach vorne bringt. Und Allradautos sind meiner Meinung nach in Forza Motorsport eh nicht so, dass man sagt, man braucht das unbedingt. Sind, finde ich, nicht ganz so gut umgesetzt, beziehungsweise erfordern sehr, sehr viel Einstellungsliebe, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange. Wir gehen jetzt in die grüne Hölle. Und da gehen wir in das erste Rennen
auf der grünen Hölle hier von uns und haben gleich hier am Start zwei Plätze gut gemacht. Das ist doch schon mal ein wirklich guter Start. Ja, hier am Anfang ist die Strecke doch ein bisschen enger. Beziehungsweise, also gefühlt ist die Nordschleife generell ein bisschen enger. War ja rein theoretisch früher auch eigentlich als Teststrecke für Automobilhersteller geplant und nicht als reine Rennstrecke geplant. Ist ja auch so ein bisschen das Besondere an der Strecke. Und jetzt sehen wir hier auf jeden Fall, dass wir gehörig ausgebremst werden und auf den richtigen Moment und nicht nur den richtigen Moment, sondern auch den richtigen Platz warten müssen, um hier an der Konkurrenz vorbeizugehen. Und ja, wir sind ja vom Platz 22 gestartet und da wirkt die Strecke doch dann doch sehr froh, sehr voll. Entschuldigung. So wollte ich mir eigentlich diesen Platz jetzt nicht holen, aber ich habe gedacht, ich komme da an ihm vorbei. Das hat leider nicht geklappt. Ist wohl auch immer noch eine Sache, die in Forza am schlechtesten umgesetzt ist, so die Fahrphysik bei Kollisionen. Weil, wie wir gesehen haben, ich habe jetzt gar nichts davon getragen, ne? Ja, ist schwierig, ist schade, vor allen Dingen für einen Multiplayer. Also ich würde mir da echt mehr wünschen, dass ich da jetzt auch hätte mehr abbekommen. Weil nur das würde, glaube ich, wirklich dazu führen, dass wir in einem Multiplayer auch eine bessere dass alle ein bisschen vernünftiger fahren. Und gerade wenn ich mir jetzt hier die Nordschleife, also ich bin sie jetzt zwar vorher schon ein bisschen gefahren, aber auch für mich ist es das erste Rennen jetzt hier, das erste Mal mit drei Vatanen auf der Strecke. Oh, hat da gut reingestochen. Wenn ich mir angucke, wie schwer es mir fällt, hier an den drei Vatanen vorbeizukommen, platztechnisch, jetzt nicht geschwindigkeitstechnisch, also wir haben da rein theoretisch in jeder Kurve noch viel Luft. Da sind wir vorbei. Dann bin ich echt gespannt, wie die Nordschleife im Multiplayer aussieht. Ich glaube, das wird viel Tote geben. Da würde ich mir echt wünschen, dass Forza nochmal heftig nachlegt. Aber genug gemeckert. Eigentlich wollte ich gar nicht meckern. Ich wollte mich mit euch freuen, dass wir die Nordschleife haben. Und das ist ja auch was, wo wir uns drüber freuen können. Ja, da war ich jetzt innen, dann wo soll ich hin? Inzwischen haben wir 10 Plätze gut gemacht. Und eigentlich ist doch der Zembo auch das richtige Auto hier für die Nordschleife. Denn der Zembo TSR S wurde komplett in Dänemark vom Hersteller entwickelt. Okay, das macht ihn jetzt nicht zu dem Auto für die Nordschleife, aber sie haben darauf geachtet, einen rennstreckenorientierten Wagen zu bauen.
sozusagen. Und trotzdem ein Fahrzeug zu haben, was eine volle Straßenzulassung hat. Also sobald man jetzt zumindest keine Semislicks drauf macht, die einem das Fahren auf der Straße verbieten, hat der Wagen volle Straßenzulassung und kommt in jeder Verkehrskontrolle durch. Außer vielleicht in Dortmund. Aber wenn da einer Erfahrung hat mit Senvus in Dortmund in der Straßenverkehrskontrolle, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube nicht, dass da wer reinschreiben wird jetzt. Und die bremsen hier so aus. Oh. Ah, sorry. Das ist halt genau das, was ich meine. Ich habe ihn berührt. Ich habe jetzt gar nichts gehabt. Er ist von der Strecke abgeflogen. Eigentlich müsste doch mein Auto auch unruhig von werden. Oder halt er auch nicht. Also, das ist so. Ja, auf der Döttinger Höhe, da werden wir uns hoffentlich hier den einen oder anderen mal krallen. Also im Rennen werden wir hier auf jeden Fall keine Spitzenzeiten fahren. Gut, das war allerdings ja auch klar. Ja, hier ist er viel, viel besser aus der Kurve rausgekommen. Aber eigentlich meine eigene Schuld durch den Ditcher da. Und anscheinend ist er einfach auf der Geraden nochmal schneller als wir. So wie er gerade hier an unserem Vordermann noch vorbeigegangen ist. Meine Bestzeit mit diesem Wagen hier auf der Nordschleife, nicht auf der Gesamtstrecke, also die 20 Kilometer lange Variante fahren wir hier, liegt bei etwas über 7 Minuten, ist allerdings auch, muss ich dazu sagen, die erste saubere Runde gewesen und jetzt hier noch nicht groß drauf geschwitzt. Ich denke aber mal, dass das schon mal... Also klar, da gibt es weitaus bessere Zeiten von weitaus besseren Fahrern. Da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, aber ich sage jetzt mal so pauschal, ich glaube, das ist eine gute Zeit. Weil, wie gesagt, ich schätze dieses Auto einfach stark ein. Wie stark er wirklich ist, werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir ihn auf Spa und Kyalami fahren. Uns da die Zeiten angucken. Und achtet mal ein bisschen auf unseren Flügel hinten. Um 20 Grad kann er sich verstellen. Und wir haben uns den Wagen gestern schon ein bisschen angeguckt. Und diese schnellen Wechsel, die er macht, die sind tatsächlich nicht realistisch, kommen aber daher, dass ich mit Controller fahre und von daher ja viel schneller von rechts nach links einschlagen kann. Also im Prinzip kann ich ja von jetzt auf gleich von 100% links nach 100% rechts. Dadurch kommt dieses schnelle Wippen. Realistisch ist eher dieses etwas langsamere, auch viel smoother wirkende. Das ist eine realistische Zeit, so wie es jetzt gerade eben war. Dass jetzt danach kam, das zack und zack. Das ist halt viel zu kantig. Kommt aber eben dadurch, dass ich am Controller spiele.
Aber ja, wenn ich es mit dem Lenkrad fahren würde, dann würde ich halt auch nicht die Außenansicht fahren. Also dann würden wir das halt auch nicht sehen. Jetzt sind wir inzwischen auf dem 7. Platz vorgefahren. Und kommen inzwischen dahin, dass die Autos vor uns gut Luft haben und wir uns da ordentlich ranarbeiten müssen. Das haben wir jetzt davon, dass wir da so lange aufgehalten wurden, und wenn wir beim nächsten sind, wird es uns wahrscheinlich wieder ähnlich gehen. Also generell keine einfache Strecke zum Überholen, aber dennoch möglich. Und ihr merkt, ich kann hier gleich um einiges schneller fahren. Natürlich ist auch da noch viel Luft nach oben. Aber die Strecke ist ja jetzt auch zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht mal... Ja doch, 12 Stunden ist schon im Spiel. Also auf jeden Fall ein Tag nach Update hier nehme ich das Video auf. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Etwa eine halbe Sekunde, 0,1 steht da. Das ist aber großzügig aufgerundet. Naja, es zählt ja das, was da steht und nicht, was sie sagt, aber das ist schon großzügig aufgerundet. Auf jeden Fall fährt er mit dem Tuning um einiges besser. Also ich bin jetzt mit ihm sehr zufrieden und bin wirklich gespannt, was er jetzt hier gleich zu einer Zeit auf Kyalami und Spa hinlegen wird. Auf eine Strecke werde ich euch mitnehmen oder euch zumindest mal eine Runde da zeigen. Und dann mit euch da die Zeiten besprechen. Und gleich geht's auf die Döttinger Höhe. Schade. Da wollte ich zu viel Geschwindigkeit mitnehmen und bin doch ein bisschen links aufs Gras gekommen. Ihr habt es gesehen. Ja, ich glaube, unseren Vordermann werden wir nicht mehr wirklich bekommen. Allerdings in der nächsten Runde, würde ich sagen, wäre das durchaus möglich. Aber das Rennen ist vorbei. Und damit würde ich sagen... Oh, guckt aber mal. Wir sind gegen I-900
23 teilweise gefahren. Also, klar, die beiden vor uns, direkt vor uns, waren ein bisschen niedriger. Aber ich würde mal sagen, gar nicht mal allzu schlecht. Also von der besten Rundenzeit her, da wäre ich vielleicht sogar rangekommen. Bin ich aktuell noch nicht, aber na, wenn wir vorne gewesen wären, naja. Ist so, wie es ist. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da ist der kurze Cut geschehen und ich hier aus dem Schnitt zu euch. Wir gucken uns einmal die schnellste Runde hier auf Spa an und da kommen auch schon die Zeiten reingeflogen und gucken wir uns gleich mal das Interessanteste an, also vorweg. Ja, ihr seht's, wir sind auf den zweiten Platz mit dem Zenvo gekommen. Jetzt könnte man sagen, ist ja dann nicht das schnellste Auto, aber, ganz großes Aber, guckt mal auf die Zeit von Spa. Wir sind mit der Zeit von Spa rein theoretisch schneller als der Ferrari. Auf Kyalami sind wir allerdings ein Tuck langsamer, was im Gesamten nichts ausmacht, wenn wir hinten hingucken. Also man könnte eigentlich sagen, diese beiden Fahrzeuge sind gleich schnell. Jetzt kommt aber der interessante Punkt, die Endgeschwindigkeit, die ich ja immer auf Le Mans rausfahre. Weil war bis jetzt die Strecke mit der längsten Geraden und ich werde auch nicht auf die grüne Hölle wechseln. Denn das haben wir jetzt einmal angefangen, da müssen wir alle neu machen. Und ich glaube, so ein großer Unterschied ist das nicht. Die lange Gerade auf Le Mans ist schon lang genug. Aber was wir da sehen, ist, dass wir 49 km/h schneller sind als der Ferrari. Und das spiegelt sich dann auf Spa eben wieder durch die lange Gerade. Nach der Eau Rouge zum Beispiel und gerade in der grünen Hölle, beziehungsweise auf der grünen Hölle, auf der Nordschleife, haben wir da natürlich noch die Döttinger Höhe, wo wir hier 350 erreicht haben, wo der Ferrari niemals hingekommen wäre. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, aber da hat ja auch Kurven und ja, genau das denke ich mir gerade im Cut. Und von daher würde ich sagen, wir fahren nochmal eine Runde mit dem Ferrari und gucken, wie schnell der da ist. Und vergleichen davon einfach nochmal die Zeit, ob er da nicht doch durch die Kurven dann vielleicht der bessere für die Strecke ist. Immerhin heißt das Video das schnellste Auto für die grüne Hölle. Von daher testen wir unser auf Platz 1 platziertes Auto auch nochmal. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal rüber. Und danach werden wir es wissen, welches Auto wirklich das schnellste ist. Und da ich praktischerweise die Anfangssequenz in den Rivalen gefahren bin, habe ich sogar eine Zeit in den Rivalen mit dem Zenvo, das erste Fahrzeug, was ich hier auf dieser Strecke gefahren bin. Und von daher nehmen wir doch einfach passenderweise den Rivalenmodus. Der Rivale, den wir jetzt hier zu schlagen haben, ist etwas schneller gewesen, also nur ein Tick schneller. Als wir haben wir also so als Referenz und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt hier in das Rennen rein und da haben wir auch zwei Rivalen, die hier wirklich auf Augenhöhe kämpfen. Der eine mit ein bisschen mehr Topspeed und der andere mit deutlich mehr Kurvenspeed und da bin ich jetzt echt gespannt drauf, welches Auto hier schneller ist. Ich hätte am Anfang definitiv gesagt, der Zenvo ist das schnellere Fahrzeug. Deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht vorgesehen, hier den Ferrari noch zu fahren. Allerdings habe ich jetzt hinterher im Schnitt selber gesehen, das ist so eng. Die beiden Fahrzeuge sind so eng aneinander. Das müssen wir einfach nochmal im direkten Vergleich machen. Und ich bin mit dem Zenvo die erste saubere Runde gefahren. Also das war jetzt nicht besonders gut. Da würde also bestimmt noch was gehen. Bin seitdem aber auch noch nicht wirklich groß Nordschleife gefahren hier. Also ich bin noch auf dem gleichen Wissensstand von den Streckenkenntnissen her. Muss zugeben, ich bin die Nordschleife noch nicht in anderen Spielen gefahren. Von daher ist das auf jeden Fall
sehr gut vergleichbar und den Porsche hängen wir hier schon mal ab. Kommt aber immer wieder mal ran. Und ja, stückchenweise muss ich einfach noch mal kurz ein bisschen ruhig sein, weil ich die Strecke hier noch nicht in- und auswendig kenne. Verzeiht mir das an dieser Stelle. Und das Ganze wird hier auch keine Weltmeisterzeit. Also es gibt bestimmt etliche Leute, die mit diesem Auto hier eine deutlich bessere Zeit hinlegen würden. Aber ich vergleiche die Autos ja auf meinem Niveau. Und da ich jedes Auto fahre, passt es ja dann unterm Strich. Ihr kennt meine Zeitentabelle und wenn ihr jetzt mal links unten auf die Map guckt, ja, der Porsche ist nicht weit weg. Jetzt hat der Porsche dann natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Kurvenspeed und weniger Topspeed als der Zenvo. Könnt leider jetzt hier nicht den Zenvo nehmen, dass wir uns selber oder dass ich mich selber hier als Rivalen habe. Wobei ich muss zugeben, ich habe gar nicht geguckt, ob das geht. Kann sein, dass das möglich ist. Aber das ist jetzt auch wirklich eine Sache. In der Konstellation hatte ich es noch nie. Und wir kennen ja unsere Zeit. Zur Not, wenn es wirklich auf die Hundertstel ankommt, können wir hinterher einfach nochmal in den rivalen Bildschirm gucken, wer jetzt besser war. Aber ihr seht schon, wir sind da verdammt nah dran mit dem Ferrari. Und wer jetzt sagt, ja, vielleicht ist der Porsche ja noch besser, der ist ja da sehr nah dran und möglich. Ich will nicht ausschließen, dass es noch schnellere Autos gibt, aber was ich sicher weiß, ist, dass der Fahrer, den wir hier als Rivalen haben, um ein deutliches besser fährt als ich, denn der Porsche ist auf 811. Und ich würde sagen, ich gucke gleich nochmal in die Aufzeichnung, welcher Porsche das war. Und dann wird eins der nächsten Videos über diesen Porsche sein. Und dann machen wir vielleicht nochmal einfach ein paar Autos hier auf der Strecke, die wir hier vergleichen und uns dann angucken, welches Auto wirklich das schnellste ist. Aber da würde ich sagen, warte ich mit der Produktion noch so ein bisschen. So könnt ihr nämlich in die Kommentare schreiben, welches Auto ich damit zunehmen soll. Welches Auto ihr als potenziellen Kandidaten dafür seht. Vielleicht mache ich auch zu den Autos dann generell eine Folge. Eine kleinere Reihe, wo wir dann ein paar Autos testen, die wir hier halt fahren. Also da könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, welche Autos ich dafür nehmen soll. Und dann werde ich die hinterher testen. Ich werde natürlich auch noch mal ein bisschen in der besten Tabelle gucken, welche Autos weit vorne stehen. Aber wer jetzt sagt, ja, aber in dem Folgentitel steht doch das schnellste Auto für die grüne Hölle. Ja, ist richtig. Ist auch das schnellste Auto, zumindest laut unserer Tabelle. Also wo ich mich drauf beziehen kann. Und dann machen wir einfach demnächst nochmal den großen Vergleich auf der Nordschleife. Ihr seht, ich habe hier auf der Strecke schon nochmal so die ein oder andere Stelle, wo ich optimieren kann. Und das ist, denke ich mal, auch eher der Videostil, wo ich mit Forza Motorsport demnächst hingehen werde. Ich will weg von dem, wir machen das, was uns Forza Motorsport sagt und machen die wöchentlichen Sachen zusammen und ich zeige euch das. Ich will eher dahin, dass wir uns selber die Herausforderungen suchen und die Challenges stellen. Also auch da, wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann kriegen wir, glaube ich, denke ich mal, eine sehr interessante Zusammenstellung von Folgen hin. Jetzt ist das Gute, wer unten links auf der Map guckt, sieht, dass der Porsche kleiner wird
Auch wenn wir hier nach hinten gucken, was ich jetzt nicht allzu lange machen möchte, kommt der tatsächlich an der, auf der Döttinger Höhe nicht an uns ran. Er hat also einen annähernd ähnlichen Kurvenspeed, allerdings geringeren Topspeed, weswegen hier, wir hier mit dem Ferrari definitiv vor ihm sind, wenn er jetzt hier nicht, obwohl ähnlichen Topspeed, wahrscheinlich doch eher einen höheren Kurvenspeed noch als wir, weil in den Kurven ist er ja immer mal wieder rangekommen, aber das schnellste Auto auf der Nordschleife ist definitiv nicht der Zenvo, wie ich am Anfang gedacht habe, sondern definitiv der Ferrari FXXK Evo. Er hat also seinen ersten Platz hier doch gut verteidigt und hat sich da behauptet und hat nochmal bewiesen, dass der erste Platz ihm gehört, auch wenn es eng ist. Sehen wir jetzt hier auch in der Zeit 7 Minuten 2. Das sind knapp 4 Sekunden schneller als der Zenvo, was natürlich bei einer Strecke von 7 Minuten nicht gerade viel ist. Jetzt nehmen wir vielleicht dazu, dass ich ein bisschen besser gefahren bin. Aber unterm Strich ist der Ferrari einfach das schnellere Fahrzeug. Also ich würde sagen, ich bin gespannt drauf, welche Fahrzeuge ihr hier sehen wollt. Ich fahre sie dann hoch, teste sie, mache eine Folge draus. Also für euch die Möglichkeit, aktiv den Content hier mitzugestalten, mitzuentscheiden, was ihr demnächst seht. Und ich hoffe, das holt euch ab. Das wird euch hoffentlich gefallen. Und von daher würde ich sagen, haben wir jetzt auch genug gequatscht. Ist dann doch eine etwas längere Folge geworden. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt, das wollte ich auch gar nicht sagen. Was ihr von der Idee haltet, wie ich jetzt die neuen Videos zu Motorsport machen werde. Ihr seht, hier ist definitiv auch jetzt noch Zeit drin. Ich fahre jetzt hier gerade ganz entspannt. Eigentlich entspannt und wir haben schon wieder 0,8 im Delta, also da ist definitiv noch was drin. Und ich würde sagen, ich trainiere jetzt mal ein bisschen die Strecke und für euch heißt es, tschüss oder Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!